Hi ihr Lieben, ja wie versprochen drehe ich euch jetzt natürlich auch ein Video zum Thema. Ich lasse euch nicht im Stich, viele haben sich gewundert, warum sage ich nichts dazu, warum äußere ich mich nicht. Ich werde euch gleich erklären, warum ich mich dazu nicht geäußert habe und natürlich komme ich direkt mit ein paar Tipps und Ideen von meiner Seite aus um die Ecke, wie ihr jetzt durch die Corona-Zeit geht und trotzdem Erfolg beim Dating haben könnt. Oh, erstmal weg mit dem Ding. Hi ihr Lieben, willkommen zu diesem Video. Es ist ein Video, das mir richtig gegen den Strich geht, ehrlich gesagt. Aber ich drehe es für euch, weil ich sage euch ja immer, schreibt mir in die Kommentare, was euch wichtig ist. Sagt mir, was euch bewegt. Ich helfe euch überall. Und ich bin ein Mensch, ich stehe zu meinem Wort. Und wenn ich euch sage, ich helfe euch überall, dann helfe ich euch auch überall und nicht selektiv. Dennoch habe ich mich jetzt um die 2 bis 3 Wochen bedeckt gehalten und habe extrem viele Nachrichten gelesen von euch. Ob auf Instagram, by the way, kleine Werbung, folgt mir auf Instagram, wenn ihr mit mir privat in Austausch treten wollt. Es ist einfach überall präsent gewesen für mich, in den Kommentaren, hier unter den Videos. Warum sagst du nichts? Lola, warum sagst du nichts? Wie sollen wir Dating bei Corona? Dating ist jetzt noch schwieriger und so weiter und so weiter. Und ich habe es gelesen und gelesen und ich dachte mir immer wieder, es ist jetzt nicht die Zeit, ans Dating zu denken. Es ist jetzt nicht die Zeit. Also habe ich immer gedacht, okay, ich sage dazu jetzt nichts. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gestern erst eingeknickt, weil mir wirklich noch mal ein paar langjährige Follower geschrieben haben, bitte sag was dazu, bitte gib uns Tipps, unterstütz uns. Und dann dachte ich, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich mein Schweigen brechen, jetzt muss ich was dazu sagen. Viele haben auch gefragt, ob ich aktuell im Krankenhaus arbeite. Weil einige wissen, dass ich Medizin studiere, ob ich gerade irgendwie da einberufen werde. Nein, werde ich nicht. Es sind alle Kurse abgesagt worden. Die Uni ist geschlossen. Das heißt, ich sitze auch zu Hause, nicht in Quarantäne, aber ich halte mich zu Hause auf, so wie ihr alle. Oder zumindest hoffe ich, dass ihr das tut und lebe mein Leben quasi in meinen 4 Wänden so wie gehabt. Ja, ja. Und ich habe einfach, wie gesagt, irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei gehabt oder ich hatte keine Lust, auch auf diesen Zug aufzuspringen. Ich bin nicht aus Prinzip gegen Mainstream, so jetzt nicht. Ihr wisst, ich mache immer mein Ding und wenn das mal zufällig im Trend ist, dann ist mir das eigentlich scheißegal. Wenn ich das gerade Bock habe zu machen, mache ich das. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen ein Corona-Video produzieren, weil jetzt gerade alle irgendwie dieses Wort googeln und ich dann vielleicht mehr gefunden werde oder so. Ich bin mega happy mit meinen Klickzahlen und insofern mit euch als Community. Deswegen war das für mich auch irgendwie gar kein Antrieb zu sagen, oh, ich drehe jetzt sofort ein Video über Corona. Aber wie gesagt, irgendwie war dann für mich dieser positive Druck von euch dann doch groß genug, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt meine Gedanken und ich gebe euch jetzt praktische Dating-Tipps, wie ihr Corona übersteht, wie ihr die Dating-Zeit trotzdem sinnvoll nutzen könnt. Und ja, ich fange jetzt einfach direkt mal an, jetzt mit einer etwas längeren Vorrede, aber ich finde, ich muss einfach auch so ehrlich zu euch sein und euch erklären, warum ich mich jetzt erstmal nicht geäußert habe. Jetzt sagen natürlich viele erstmal, oh, es ist jetzt noch schwieriger. Also natürlich kann man sich da jetzt drauf stürzen und sein Scheitern beim Dating jetzt auf Corona schieben. Ja, das ist sowieso ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man die Macht abgeben kann. Man fühlt sich machtlos. Man kann sagen, nein, nein, das hat nichts mit mir zu tun, weil es ist ja Corona-Zeit und deswegen scheitere ich gerade im Dating. Man fühlt sich dadurch besser, denn wenn man sich eingestehen muss, dass es an einem selber liegt, dann ist das immer eine etwas blöde Erkenntnis und da hat kaum jemand Lust drauf, deswegen lieber aufs Umfeld schieben, auf die äußeren Umstände. Macht es bitte nicht, weil auch in der Corona-Zeit könnt ihr unglaublich viel Erfolg beim Dating haben, auf eine ganz andere Weise. Und hier gewinnen wie immer die, die umdenken können. Frauen und Männer gleichermaßen. Wenn du in der Lage bist, schnell umzudenken, also diese Verleugnungsphase schnell überspringen, diese Frustrationsphase schnell überspringen, diese Unsicherheitsphase super schnell überspringen und direkt in die Entschlossenheit gehen und in den Tatendrang, dann wirst du auch jetzt deinen Vorteil draus ziehen und gewinnen. Und ganz ehrlich, was ist denn die Alternative? Zu Hause rumhocken und Däumchen drehen macht keinen Spaß. Also nutze die Zeit sinnvoll, lese Bücher, bilde dich weiter, lerne eine Sprache, schreib ein Buch, mach den Frühjahrsputz. Es sind jetzt zum Beispiel Dinge, die ich gemacht habe oder noch aktiv tue oder Dating. Ja, was ist jetzt wichtig für dich? Naja, die Opener sind ganz, ganz wichtig, denn viele, viele, viele Jungs schreiben jetzt gerade die Mädels an, so von wegen, na, drehen bei euch gerade auch alle durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aktuell der schnellste Weg, blockiert zu werden
oder keine Antwort zu kriegen, weil warum sollte sie denn jetzt Bock haben, mit dir über was Negatives zu sprechen? Ja? Soll sie jetzt sagen, oh ja, alle drehen durch, der Nachbar und das und das und ach, die schlimmen Hamsterkäufe? Ich glaube, die Tage haben wir jetzt auch hinter uns, dass es noch interessant war, sich über Hamsterkäufe aufzuregen. Es ist nicht mehr interessant. Und gerade beim Dating solltest du wirklich schauen, dass du das Ganze wieder in so eine positive Richtung bringst, weil keiner will jemanden frisch kennenlernen, damit man einen Meckerkreis aufmachen kann. Das möchte keiner. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Also das heißt, du lässt bitte ab sofort sein. Na, drehen bei euch auch alle durch. Na, sitzt du auch zu Hause fest. Na, ist gerade auch bei dir alles so scheiße wie bei mir. Leute wollen immer die Bestätigung, dass es anderen genauso schlecht geht wie einem selber. Und das ist einfach nicht so. Und du brauchst nicht alles dafür zu tun, dass sich dein Umfeld genauso schlecht fühlt wie du. Im Gegenteil, es ist viel, viel schöner, alles dafür zu tun, dass dein Umfeld gute Laune hat, dass dein Umfeld positiv nach vorne schaut, dass dein Umfeld sich weiterentwickelt und nicht Stillstand, schlechte Laune, Frustration und wie sagt man, Embryonalstellung. okay, also was schreibst du stattdessen? Du könntest stattdessen sowas fragen, wie sie jetzt aktuell ihr Leben auch ins Positive verändert, weil sie mehr Zeit hat, sich auf sich zu konzentrieren. Also wie jetzt beispielsweise mit dem Buchschreiben, mit dem Frühjahrsputz, mit dem Lesen, mit dem Sprachelernen. Also das heißt, du kannst wieder so ein bisschen mehr über sie und ihren Tatendrang erfahren und ob sie ein positiver Mensch ist. Bei Miesepeter solltest du dir nicht anlachen. Auch bei Frauen ist das sehr verbreitet und deswegen kannst du hier mit dem Opener direkt so ein bisschen ausloten, was ist sie für ein Mensch und kann man mit ihr Spaß haben und locker flockig durchs Leben gehen. Ja, also das ist ein ganz, ganz guter Opener. Versuch das Ganze nicht in eine Negation zu formulieren, sondern immer ins Positive. Vielleicht hast du jetzt auch schon direkt ein paar Ideen für Opener. Schreib die uns mal bitte in die Kommentare. Lasst uns mal in den Kommentaren Opener sammeln, damit es uns gegenseitig leichter gemacht wird, dass wir jetzt im Online-Dating trotzdem weiterhin ja, Bestand haben oder Erfolg haben. Okay, was ist das Nächste? Wenn du jetzt meine Regel befolgst, dass du dich spätestens in 72 Stunden mit ihr treffen sollst, dann denkst du dir ja jetzt, okay, das ist jetzt faktisch nicht möglich. Und das ist richtig, es ist gerade nicht möglich, zumindest solltest du so vernünftig sein, dass du es nicht tust. Und es gibt eine wunderbare Alternative, nämlich FaceTime bzw. so ein WhatsApp-Video-Call. Und ich zeige dir jetzt einfach mal als Beispiel, wie das aussehen kann. Hi, voll cool, dass es doch geklappt hat. Das wäre echt mega nervig gewesen, wenn wir uns erst in ein paar Wochen kennengelernt hätten. Du weißt ja, wie das ist. Irgendwie verliert man sich dann aus den Augen und dann vergisst man, dass man sich kennengelernt hat und dann kommt es wahrscheinlich nie zu einem Treffen. Deswegen voll cool, dass wir umdenken und einfach jetzt hier per FaceTime chatten. Ich glaube, das Essen ist auch gleich da. Ich habe es vor einer halben Stunde bestellt und dann können wir gleich zusammen essen. Was machst du gerade? Genauso kann das aussehen. Man kann sich gegenseitig Essen bestellen. Du kannst sogar, wenn du Bock hast, also zum Beispiel, ich habe jetzt gestern auch einen Videocall gehabt und da habe ich ihm einen Gutscheincode geschickt von, okay, ich sag's jetzt nicht, weil sonst ist es Werbung, für einen Essenslieferanten und habe gesagt, er soll den einlösen. Ich lade ihn zum Essen ein und das war total cool, weil man hat sich irgendwie virtuell zum Essen eingeladen und hat das irgendwie so geteilt und hat sich erzählt, wie es schmeckt und hat sich dabei unterhalten. Und es war jetzt kein Date, sondern ich habe mich einfach nur mit meinem besten Freund unterhalten. Aber trotzdem ist es total cool, weil du kannst auf eine virtuelle Ebene trotzdem dir nah sein und kannst dich kennenlernen, kannst quatschen, du kannst dich austauschen, du kannst eine Roomtour machen. Auch da ist wieder der Frühjahrsputz ziemlich sinnvoll, wenn du ein FaceTime-Video mit einer Frau machst und sie sagt, zeig mal, wie du wohnst. Das sind so Fragen, die die Frauen stellen, weil sie wissen wollen, was seid ihr für ein Mensch. Frauen wollen ja wissen, sind sie kompatibel mit euch? Und wenn sie fragen, zeig mal, wie du wohnst, dann ist das einfach deine Chance, ihr zu zeigen, dass du sie nicht nur ausquetschen willst wie eine Zitrone, sondern dass du auch bereit bist, was von dir zu offenbaren. Und das ist sehr, sehr cool. Also es entstehen ganz, ganz neue Impulse dadurch und neue Ideen. Ich habe zum Beispiel heute zwei, oh Gott, jetzt musste ich wieder Werbung, zwei Online-Blumenlieferanten beauftragt, Blumensträuße zu verschicken. Das ist etwas, was ich gefühlt in meinem ganzen Leben vielleicht einmal gemacht habe und ich bekomme gerade, ihr merkt, dass ich jetzt gerade wieder so voll Bock drauf habe, ich kriege gerade so voll viele Ideen, wie ich in meinem Umfeld Liebe streuen kann, ohne präsent zu sein, weil normalerweise streue ich ja wirklich mit meiner Anwesenheit diese Liebe, weil ich jemanden umarme, weil ich jemandem helfe, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ja, und das kann ich ja jetzt gerade nicht, also andere Wege. Und das ist auch sehr, sehr,
sehr, sehr cool. Ja, das sind so die ersten Schritte. Du bist jetzt vielleicht in der Verleugnung, in der Frustration, in der Unsicherheit. Und das ist vollkommen okay. Und fühl dich bitte deswegen nicht schlecht, weil wir sind alle durch diese Schritte gegangen. Und es gibt eben Menschen, die gehen sehr schnell durch diese verschiedenen Stufen und kommen ins Machen und ins Umdenken. Und manchmal bleibt man aber in der Frustration oder in der Unsicherheit stecken. Und das behindert dich. Und deswegen versuche jetzt einfach mit diesem Video das Ganze als Anstoß zu sehen, aus dieser Frustration auszubrechen oder der Unsicherheit und geh direkt ins Tun. Und vereinbare doch heute schon direkt dein erstes Online-Date, weil auch das kannst du. Du hast gerade ein Alleinstellungsmerkmal, weil auf Tinder, auf Lavoo oder auf anderen Dating-Webseiten ist dieses Online-Date noch nicht, wenn was so angesagt ist. Es ist noch nicht angesagt. Okay, es gibt aber noch ein anderes Wort dafür. Irgendwas Französisches. Wenn du weißt, was ich meine, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich lerne immer gerne dazu. Oh, irgendwas mit oh. Oh, hört sich auch gut an, oder? Oh. Also, es ist einfach jetzt gerade so gar nicht verbreitet und deswegen hast du ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wenn du jetzt den Frauen anbietest, mit ihnen einfach ein Online-Date zu haben. Du kannst ihnen sagen, hey, Online-Date Viertelstunde. Du kannst zum Beispiel, wenn sie ihre Handynummer, dann kann ich direkt den ersten Einwand ausräumen, wenn sie sagt, sie will ihre Nummer nicht rausgeben, na und? Dann ladet ihr euch beide die Zoom-App runter, die ist nämlich kostenlos. Oh, jetzt muss ich doch Werbung dazu schreiben. Okay, egal. Ich schreibe in die Infobox Werbung, dann hat sich das. Also diese App ist kostenlos und man kann 45 Minuten ein Meeting haben. Also das ist wie FaceTime, aber halt eben ohne, dass man seine Handynummern sieht. Also auch da wieder ein ganz, ganz cooler Weg, mich mit der Tür ins Haus zu fallen. Oh Leute, es gibt so viele Ideen. Okay, ich merke gerade. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt, wo ihr noch Hilfe braucht. Es ist etwas, womit wir uns jetzt die nächsten Wochen beschäftigen dürfen. Wir dürfen alle umdenken und deswegen möchte ich euch jetzt einfach so gut ich kann unterstützen. Bei mir ist der Knoten jetzt geplatzt, ja. Ich habe mein Schweigen gebrochen und jetzt werde ich euch einfach helfen, so gut ich kann und natürlich mit den Dingen, die für euch interessant sind. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram und lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid und wünsche euch jetzt einfach nur einen wunderschönen Tag zu Hause. Ciao!